So, und dann gucken wir mal, was der Zoom to Location. Okay, er läuft los. You there, I'm building an artifact. Give me the workshop. But I was just about to... Give me the workshop. But... Give it to me. But... Give it to me. Okay. Ich finde das immer so genial, diesen Spruch. Give me the workshop. But give me the workshop. Ja. So, wenn unsere Eidlerzahl wieder zunimmt, dann werde ich diesen Stockpile hier mal abreißen und alles darüber verschiffen. Dadurch nehme ich das da auch nicht mehr im Weg rum. So, der holt sich allerhand Zeug. Mal sehen, was der diesmal herstellt. Das könnte was Größeres sein. Okay, er holt sich Gems. Solange er keine Shells braucht, geht's ja. Was holt er sich jetzt? Knochen oder Holz? Knochen. Klar, ein ordentliches Zwergenartefakt braucht Knochen. Und? Jawohl. Es wäre nämlich fatal, wenn ein X-Boot-Zwerg hier anfängt, Amok zu laufen. Nur mal so am Rande. Skirdiver sagt, wir sind gerade im Opal. Also müssten... Oh, die sind abgezogen. Warum wird der Klee da drin nicht abtransportiert, frage ich mich gerade. Ist aber auch nicht so wichtig jetzt. Was sagt mein Jobmanager? Es fehlt noch ein Koffer. Aus was habe ich dann bitte, wie schön? K. Du bist ein Konglomerat und du bist auch ein Konglomeratkoffer. Ah, ich kann aber jetzt hier schon mal Statuen platzieren. Ich habe nur noch zwei. Also sollte ich nochmal neue machen. Kuh, Rock, Statue. Rock, Statue, 20 Stück. Mal gucken, was meine Masons machen. Construct Building. Achso, die machen hier. Okay, wenn wir schon dabei sind, füge hier bitte noch eine Wall hinzu. Und dann kommt das eher Schlimme, nämlich dort einen Floor hinzumachen. Oh, it's completed. I've made an amazing artifact. Ein Konglomerat-Grade. Sehr schön. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Konglomerat-Grade View Description. Es ist ein Konglomerat-Grade von höchster Qualität. Es ist übersät mit quadratischen geschliffenen Sarz und dekoriert mit Hundeknochen. Dieses Objekt ist übersät mit hängenden Ringen aus pinkem Turmalin und verziert mit Stacheln aus Sardonyx. Stacheln müssen immer sein. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von einem Diamant in Konglomerat. Und auf dem Gegenstand ist ein Bild von Rutetime des Silken Fragrance, dem Konglomerat Toyboot in Konglomerat. Ja. Wir haben kein Konglomerat. Doch, haben wir. Da. Er hat also ein Artefakt gemacht, wo ein Bild von einem unserer Artefakte drauf ist. Sehr schön.
Und damit ist er zum Meister Mason geworden übrigens. Mist, jetzt ist er in unserem in unserer Crossbow-Trupp. Weißt du was, wenn du Meister Mason bist, dann verlierst du nachher die oder nee, ich mach das gleich. Warum denn nicht? Du bist jetzt ein Meister Mason. Mason. Nee, bist du gar nicht, hä? Stone. Masons da. Nö, ist er nicht geworden. Ich habe nirgendwo einen Meister Mason für das Great gekriegt. Außer ich muss die Zwerge nochmal neu lesen. Nö. Schade. Darum. Gut. Schauen wir hier weiter. Das Spiel lief übrigens die ganze Zeit weiter, wenn ich es gerade im Therapist gesucht habe. Ja, kann passieren. So, dafür wird hier ordentlich geschafft, wenigstens. So. Jetzt gehen wir mal hier hin. Link to Bridge. Die ist verlinkt, die ist auch verlinkt. Nein, ich möchte erst die verlinken. So. So. Und du da bist für die Brücke. So. Sollten wir uns auch unbedingt merken. Was fliegt da wieder rum? Eine gehörnte Eule. Ah ja, das kann man sogar fast ein bisschen erkennen, was das sein soll. Wie viele Ebenen sind das jetzt noch? Viel zu viele. Aber ja, ich wollte es so, also wird das auch so gemacht. So, wie machen wir weiter? Im Augenblick müssen wir hauptsächlich darauf warten, dass da die der Refuse fertig gemacht wird. N, remove the construction. So, mach mal die Rampe da drin weg und bau mir C eine Rampe hier draußen neu auf. So. Wir müssen uns nämlich immer noch vor fliegenden Kreaturen schützen. Und ja, ich mache erstmal hier nur eine Ebene. Sozusagen zu meinem Bunker. Ja, meine Masons bauen schön den, die Mauer auf. Der andere versucht währenddessen das Ding abzureißen. Jawohl, es ist weg. Und hier müsste einer dringend mal das Blut wegwischen. Von dem Goblin-Anführer.
Oh, wir haben wieder Eidelzwerge, und zwar sehr viele. Fragt sich nur, wie lange. So. Nächste Ebene freischalten, bitte. Dumm, dumm. So. Jawohl, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Jetzt muss ich mal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 mal 7 ist 9 und... Ja, 7 mal 7 ist 49 mal 4. 49 mal 4. Bäh. Sind jede Menge. Sind 200. Fast. 200 minus 4 sind das. Das wäre nämlich 50 mal 4, sind 200. Ich glaube, das ist dann die Aufgabe von den Masons, sobald der Rest hier fertig ist. So, Wall aus einem Konglomeratblock. So. Und dann muss ich da oben noch einen Floor drauf sitzen als Decke. Sobald die Mauer steht. Jawohl, hier wird wieder fleißig weggemacht. Da liegen zwei Steine rum und da liegen noch die ganzen Lehmklumpen. Habe ich hier irgendwas nicht mitgekriegt? Nö. P. Remove. Designation. Der Steinstockpile kommt mal weg. Designation. B. Dump. Das sollte ja relativ schnell gehen. So. Dump mal da alles weg, dass ich hier mal ein bisschen umbauen kann. Eine Ebene, zwei, drei. Ich muss das noch wegchanneln. Das, das. Und dann komme ich da. Okay, es wird langsam, wirklich. Es wird wirklich langsam. Ach, wenn wir schon dabei sind. B, Dump. Räumt mal hier ein bisschen frei. UM, Q, Rock, Rock, Mechem. Achso, die sind immer, glaube ich, aus Rock, oder? Construct Mechanism. 20 Stück. So, das ist für meinen Mechanics Workshop. Und mal wieder eine Wild Force of Darkness. Oh. Inklusive Troll. Okay. Was kommt denn da alles? Axtmänner auf Krokodilen. Ein Goblin Bowman, Lashers, eine Elite Bowman. Ach du gute Güte. Das könnte ins Auge gehen. Military. Alerts. Bunker Barrow Activate. Squad A. Move. Hier hin. Habe ich die jetzt dahin geschickt? Ja, habe ich. Gut. Und wir haben Miasma. So, was machen die Invaders? Zoom. So.